Hallo zusammen, hier in diesem Video schauen wir uns an, wie man das Supremum einer Menge bestimmt und anschließend auch zeigt. Auch dabei werde ich euch auch eine allgemeine Vorgehensweise erklären, die man auch in ähnlichen Beweisen anwenden kann. Ja, dann fangen wir mal direkt an. Wir haben die Menge m gegeben, die wie folgt definiert ist. Wir schauen uns alle Werte an, die herauskommen, wenn ich hier reelle Zahlen einsetze. Zum Beispiel, wenn ich hier für 0 einsetze, kommt hier 1 heraus. Wenn ich für x 2 einsetze, kommt ein Fünftel heraus. Wenn ich für x minus 2 einsetze, kommt auch ein Fünftel heraus. Also das sind die Elemente der Menge m. Das sieht aber noch abstrakt aus. Wie könnte man das vereinfachen oder anders ausdrücken, sodass wir uns die Menge besser vorstellen können? Das ist nämlich auch der erste Schritt. Da versuchen wir uns erstmal die Menge zu veranschaulichen, sodass wir das Supremum bestimmen können. Wie gehen wir jetzt daran? Ich habe ja eben gesagt, wir setzen hierfür für x reelle Zahlen ein. Das kommt ja bekannt vor, das ist wie in der Schule. Ich habe eine Funktion gegeben, hier 1 durch 1 plus x Quadrat, und ich setze für x Werte ein. Unsere Menge m ist dann das Bild der Funktion 1 durch 1 plus x Quadrat. Ich schreibe das mal auf, dann wird das deutlicher. Also wir haben die Funktion f von x gleich 1 durch 1 plus x Quadrat gegeben, weil wir für x reelle Zahlen einsetzen. Und deswegen muss ich das auch nochmal definieren, das ist ja hier im Studium sehr wichtig. Die Funktion geht von den reellen Zahlen zu den reellen Zahlen, also das ist der Urbildbereich und das ist der Bildbereich. Und die Elemente, die hier rauskommen, und die Elemente im Bildbereich der Funktion sind auch gleichzeitig die Elemente der Menge m. Aus diesem Grund können wir hier die Werte der Funktionen betrachten, also die y-Werte, die man auch von der Schule kennt. Und ja, wie berechnet man die y-Werte? Indem man für x Zahlen einsetzt, zum Beispiel von minus 6 bis plus 6. Und je nachdem, was da rauskommt, zeichnet man das dann in den Koordinatensystem ein. Und am Ende bekommt man einen Graphen, den wir uns jetzt auch anschauen werden. So sieht der Graph aus, wenn wir für x Zahlen von minus 6 bis plus 6 einsetzen. Und jetzt haben wir auch die Menge veranschaulicht, nämlich genau diese y-Werte, die man aus der Schule kennt. Also, und formal richtig ausgedrückt sind die Werte die Elemente des Bildes der Funktion. Ja, und das ist auch gleichzeitig die Menge m, wie wir uns das vorher angeschaut haben. Und was kann ich hier schon sehen? Also hier kann ich schon mal vermuten, was das Supremum ist. Und bevor wir das machen, schauen wir uns kurz die Definition vom Supremum an. Das Supremum einer Menge ist wie folgt definiert. Wir haben einmal eine Teilmenge m von R und das Supremum ist die kleinste obere Schranke von m. Was bedeutet das? Wenn wir uns das hier bildlich anschauen, ist das eine obere Schranke. Und was bedeutet erstmal eine obere Schranke? Das bedeutet, dass alle Werte, alle Elemente der Menge m kleiner sind als die obere Schranke. Das ist die erste Voraussetzung, die wir hier sehen. Y ist ein Element von m und y ist kleiner gleich der Schranke, der oberen Schranke s. Das ist die erste Bedingung des Supremums. Das heißt hier, alle Elemente sind kleiner gleich einem bestimmten Wert und wir können hier schon mal ahnen, dass 1 eine obere Schranke ist, weil alle Werte sind kleiner gleich der 1. Und die zweite Bedingung besagt, dass mein S, also meine obere Schranke, auch die kleinste obere Schranke sein muss, damit es ein Supremum ist. Das heißt, wenn ich eine kleinere Zahl habe, wie zum Beispiel 0,9, dann finde ich auch eine Zahl y, was sich auch in m befindet, die größer ist als x, zum Beispiel 0,99. Das heißt, x ist keine obere Schranke mehr. Und die Definition, also die Bedingung besagt dann, dass s die kleinste obere Schranke ist, weil ich keine kleinere Zahl finde, also keine kleinere Zahl x finde, die auch eine obere Schranke ist. Somit können wir vermuten, dass die 1 die kleinste obere Schranke ist. Das ist jetzt auch Schritt Nummer 2. Wir stellen die Hypothese auf, dass 1 das Supremum der Menge m ist.
Wir wissen sogar, dass 1 ein Element der Menge m ist, weil wenn ich für x 0 einsetze, kommt 1 heraus und 1 ist ein Element der Menge m. Das heißt, falls die 1 das Supremum der Menge m ist, ist es auch gleichzeitig das Maximum der Menge m, weil die 1 in der Menge enthalten ist und die größte Zahl ist. Wir müssen jetzt aber erstmal überprüfen, dass die 1 das Supremum der Menge m ist und dann können wir auch folgern, dass das das Maximum ist. So, jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Normalerweise müssen wir jetzt zuerst zeigen, dass 1 eine obere Schranke ist und dann müssten wir zeigen, dass 1 die kleinste obere Schranke ist. Hier in dem Fall müssen wir nur zeigen, dass die 1 eine obere Schranke ist und der zweite Fall gilt automatisch. Warum? Weil die 1 schon ein Element der Menge m ist. Und die Definition einer oberen Schranke besagt, dass alle Elemente der Menge m kleiner gleich der oberen Schranke sein müssen. Und wenn 1 schon die obere Schranke ist, dann ist es auch die kleinste obere Schranke, weil sich die 1 schon in der Menge befindet. Wir müssen das, was wir hier zeigen wollen, mathematisch ausdrücken. Das bedeutet, dass alle Elemente kleiner gleich der 1 sind und die Elemente sind im Bild der Funktion enthalten. Das heißt, wir haben 1 geteilt durch 1 plus x² und das soll kleiner gleich 1 sein. Das wollen wir zeigen. Das ist zu zeigen. Das bedeutet nämlich, alle Elemente sind kleiner gleich der 1. Wenn wir das umformen mit Äquivalenzumformungen und dann eine wahre Aussage herauskommt, wie zum Beispiel 0 kleiner 1 wäre eine wahre Aussage oder x² ist immer größer gleich 0, das wäre eine wahre Aussage, weil egal welche reelle Zahl ich hier einsetze, es kommt immer was Positives raus, also größer gleich 0 und wenn ich 0 einsetze, kommt 0 heraus. Deswegen gleich, es kann auch gleich 0 werden. So, und wir formen das jetzt auch so um, dass wir so eine wahre Aussage haben. Ich werde nochmal gleich erklären, warum. Ja, wir fangen mal an. Wir versuchen das hier zu vereinfachen. Wir können auf beiden Seiten mal 1 plus x² rechnen. Dann steht hier 1 kleiner gleich 1 plus x². Dann können wir auf beiden Seiten minus 1 rechnen. Und am Ende steht 0 kleiner gleich x². Das haben wir eben auch schon angeguckt. Das ist eine wahre Aussage. Und wir haben gesehen, dass ich von hier nach hier rechnen konnte, also mit Äquivalenzumformungen kommen konnte. Das heißt, ich kann auch von 0 ist kleiner gleich x² zu dieser Aussage kommen. Und weil wir wissen, dass das hier wahr ist und ich mit mathematischen Umformungen auch hierzu kommen kann, muss das hier auch wahr sein, weil ich dazwischen ja nur Äquivalenzumformungen gemacht habe und das ist ja mathematisch korrekt gewesen. Wir haben also gezeigt, dass alle Elemente kleiner gleich 1 sind und weil das die Definition der oberen Schranke ist und weil 1 auch in der Menge enthalten ist, ist das die kleinste obere Schranke. Also es folgt, das Supremum von m ist die 1 und das ist auch gleichzeitig das Maximum von m, weil die 1 in m enthalten ist. So, das war's mit dem Video. Ciao!